Jetzt gehen wir mal weiter. Und worauf wartest du denn? Komm schon. Hast du jemals von Schuschott gehört? Bleib stehen und riech an den Rosen. Am Berg oben gibt es auch Blumen. Komm, wir drin. Okay, vorhin habe ich behauptet, er hätte Gefühle für sie, oder sie hätte Gefühle für ihn. Er ist sich dem Ganzen nicht bewusst. Ich vermute mal, der Grund des Vortex ist dann, dass er ihr sagt, hier, du bist nur eingebildet und lässt los. Hey, ich habe mir überlegt, es ist halt ganz schön windig, oder? Vielleicht sollten wir wann anders wiederkommen. Ach, sei nicht so ein Miesepeter. Wir sind ja schon fast da. Hey, weißt du noch, als wir gespielt haben, fang mich doch, wenn du kannst. Also, fangen. Der Wind? Vor einem Moment war er noch nicht hier. Okay. Was geht in der Erinnerung von dem Kerl ab? Okay, was ist jetzt schon wieder los? Lass uns hier einfach ein Weilchen ruhen. Schon wieder? Du bist doch gerade mal ein paar Schritte gegangen. Hey, ich bin derjenige, der das Ding hier da hochtragen muss. Oh, ich hatte einfach gedacht, du bist mittlerweile stärker geworden. Das ist alles. Das Cello ist auch größer geworden, weißt du? Komm einfach her und setz dich neben mich eine Zeit lang. Weißt du noch das erste Mal, als wir herkamen? Welches erste Mal? Das zweite Mal, schätze ich mal. Das Mal, wo ich versucht habe, diesen Wettlauf zu schlagen hier hoch. Ah ja, das war eine dumme Idee. Du warst ganz schön aufgeregt, mich hier hochzutragen, was? Ja. Es war eine Zeit lang her, als ich jemanden hier hochgebracht hatte. Es ist immer noch einer meiner Lieblingsorte. Mir hat es immer gefallen, wie man hier über die Stadt sehen kann. Es ist wirklich schon eine Weile her, stimmt's? Ich vermisse die alte Zeit. Also, warum zögerst du? Wir sind nur ein paar Schritte davon entfernt. Och, Leon. Jetzt scheint sich mein Sohn noch reinzumengen. Warum hältst du bei jedem Schritt an? Hör auf, dich selbst zu täuschen. Hör auf, dich selbst zu verarschen, Colin. Du bist nicht müde und es ist auch nicht der Wind. Wir sind schon so weit gekommen. Du weißt genauso gut wie ich, was wir tun müssen. Neugier? Neugier, Neugier, Neugier? Okay, speichere gerade mal, nur auf jeden Fall der Fälle. Wo hat sie die Gitarre her? Das erste Mal, als wir hierher kamen, war das erste Mal, dass ich dir beim Spielen der Noten Gesellschaft leistete, oder? Ja, das hat mir geholfen. Das tut es immer noch eigentlich. Nun, keiner übt gern alleine. Aber
Du konntest niemals wirklich hören, was ich spiele, richtig? Es ist so schön heute. Das ist es immer. Du musst nicht mehr gehen. Ich kann jetzt fliegen. Wo immer du willst, hin willst. Ich kann mit dir dorthin. Du bist ganz schön hartnäckig, weißt du das? Denkst du dir... Der weiß das echt. Denkst du nicht, dass du langsam zu alt wirst, dafür, dass ich bleibe? Die Leute würden dich auslachen, wenn sie es wüssten. Die können so viel lassen, wie sie lachen, wie sie wollen. Es ist mir egal. Du hast mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich habe wegen dir fliegen gelernt. Ich habe wegen dir das Cello weitergespielt. Du hast mich gelernt, die Noten zu üben. Nein, Colin. Ich kann dir nichts beibringen, was du nicht selber weißt. Und ich kann dich auch nichts machen lassen, was du nicht selber willst. Vielleicht war alles, was du wolltest, einfach, dass jemand da ist. Selbst wenn es jemand wie ich war. Ich weiß, das ist Moment, das ist so ein schönes Ende. Ich will jetzt wissen, was sie sagt. Das muss ich gerade mal gucken. Ich kenne das Wort. Also es ist hypnotisierend, ja genau. Aber du hast so viel Zeit mit mir verbracht. Und daran gedacht, was hätte sein können. Denkst du nicht, dass du vergisst, was eigentlich ist? Und was wirklich sein könnte? Manchmal ist es einfach besser, etwas aus sich herauszugehen. Es ist die einzige Art, etwas zu erkennen und das zu schätzen. All diese wunderschönen Dinge um dich herum. Ich sage nur, ich möchte nicht alleine sein. Sicher, wenn ich gehe, wirst du alleine sein, selbst wenn du es nicht möchtest. Aber das ist das, was es bedeutet, groß zu werden. Und das ist ein Teil des Lebens. Das macht eben flüchtige Momente, die man liebt, so wertvoll. Und unsere Erinnerungen einfach, ja, wertvoll. Es ist auch das, was dich antreibt, das zu suchen. Also, das zu suchen, was du nicht finden würdest, wenn ich hier bleiben würde. Es gibt so vieles da draußen, was auf dich wartet, Colin. Ich kann dir nicht versprechen, dass es immer Gutes sein wird, aber ich weiß, dass du nicht alles finden wirst, was du möchtest, wenn du nur hier in deinen eigenen Seiten lebst. Du hast mich in diese Welt gebracht. Das werde ich nicht vergessen. Und während einige Dinge dafür gemacht sind, dass sie bleiben, sind andere dafür gedacht, weiterzugehen. Für mich selbst, ich werde immer da sein, dich beschützen.
was auch immer kommt, wenn es etwas ist, was wir nicht könnten, wenn es etwas ist, was wir könnten, dann ist es etwas, was du könntest. Was sagst du, Colin? Bist du bereit? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass ich bereit bin dafür, dass es nun endet. Mir ist es egal, was du bist und was du nicht bist. Du warst mein erster wirklicher Freund. Hey, das heißt ja nicht, dass es Ende für uns ist. Eines Tages wirst du zurücksehen und erkennen, wie schnell dieses wertvolle Leben an dir vorbeigezogen ist. Und an diesem Tag werde ich noch einmal zurückkommen. Wir werden dann so miteinander reden, wie wir es immer getan haben. Und du wirst mir über deinen Tag erzählen. Nein, über dein Leben. Du wirst mir darüber erzählen, was für ein glückliches Leben du hattest. Und all die schönen Erinnerungen, die du gemacht hast. Vielleicht werde ich gar nicht so ein glückliches Leben haben, weißt du? Du bist so ein Miesepeter, weißt du das? Hab ein bisschen Vertrauen in dich selbst, Colin. Natürlich wirst du das. Ich weiß, dass du es wirst. Es wird eine Zeit lang dauern. Und es wird viel Arbeit und Anstrengung kosten. Aber wenn dieser Tag kommt, wirst du viele glückliche Erinnerungen haben, die du teilen kannst. Ah, es ist bald soweit. Wie viel hast du eigentlich in das Buch von dir geschrieben? Du hast die Seiten so oft rausgerissen. Es muss eine Menge erzählen können. Ich muss viel geredet haben. Entschuldigung. Aber jetzt, wo ich gehe, könntest du mehr Seiten für andere Dinge benutzen. Es ist dein Buch. Du musst nicht immer wieder über mich schreiben. Es ist so wie das Leben, richtig? Das gleiche Buch, gefüllt mit so vielen verschiedenen Seiten. So wie es sein sollte. Pass auf dich auf, okay? Hey. Ich habe noch nicht auf Wiedersehen gesagt. Das hast du schon, Colin. Vor langer, langer Zeit. Krass. Sie ist niemals zurückgekommen, oder? Ich schätze nicht. Ich frage mich, ob sie die Ursache oder die Wirkung war. Glaubst du, dass Colin unglücklich ist, weil sie niemals wiederkam? Wenn Colin sie nur wiedersehen wollte, bezweifle ich, dass er uns rufen müsste. Ja.
Vielleicht. Bedeutet, dass er schon immer damit unglücklich war. Also zurück zu Feld 1. Dieser Ort destabilisiert sich schon wieder. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Los, beeilen wir uns. Wir müssen das Beste aus dem machen, was wir jetzt haben. Okay, zurück zur Oberwelt. Warte! Weißt du überhaupt, was wir jetzt mit ihm machen werden? Ich habe ein paar Ideen. Aber wir werden immer noch die Erinnerung zusammenführen müssen. Lass uns zurück zur Oberwelt und uns etwas ausdenken. Okay. Krass, ey! Was zum Geier? Warte mal eine. Auf meine Weise werde ich immer da sein, dich zu schützen. Jetzt hängt echt... Neil? Was braucht er so lange? Der Ort fällt auseinander. Ich habe keine Zeit, auf ihn zu warten. Okay. Ja, alles gut. So. Das drehen. Stopp. Das zusammen. Ich glaube, das ist alles, aber... Aua! Krass, der Brocken! War das ein... Was ist das für ein Ort? Seine Erinnerung. Sie zerfallen. Ah, das war die Erinnerung an die Sigmund Corporation? Aber urplötzlich ist keine Zeit mehr. Und wenn ich mich hier wiederfinde, wie jeder andere auch, möchte ich gern mich wenigstens fühlen, als hätte ich genug für diese Welt getan. Darum sind Sie hier, Colin. Erzählen Sie uns, was Sie bereuen. Das möchten Sie doch, dass wir reparieren, oder? Okay. Der will ja eigentlich nur... Wollte eigentlich nur, dass wir das... Das reparieren, was er bereute. Ja, ich will noch sehen, was hier die Seite Ehepaar macht. Ich glaube, es ist aber das Gleiche, was wir schon mal hatten. Ruf sie an. Aber dann gehst du durch diese Prozedur und lebst das neue Leben. Halt aber bitte an etwas von dem hier fest. So ist es nicht, Fia. Ich werde dich nicht vergessen. Ja, das wissen wir ja. Die Szene aus dem Aquarium. Wir haben nur so wenig Zeit in unserem Leben. Aber wir sind nicht in der Lage, alles zu machen, was wir hier jetzt wollten. Egal, was wir auch machen, es wird immer andere Dinge geben, die wir gerne ausprobieren wollten. Oder andere Wege, die wir nehmen können. Ah, die Hochzeit. Oder für mich die Flitterwochen. Hast du was auf deinen Anzug verschüttet? Hey, einfach nur eine weitere Ausrede, um die Lagune zu springen. Weißt du, wir müssen den ganzen Zitronen-Limonensaft hier nicht vergeuden. Hast du jemals versucht, mit ihm zu schreiben?
Zitronensaft? Nein, warum? Dann bereite ich darauf vor, verblüfft zu werden von einer Grundschulmagie. Guck mal, es ist unsichtbare Tinte. Unsichtbare Tinte? Yep. Das Geschriebene erscheint in der Farbe, nur wenn man das Papier hitzt. Komm schon, ich zeig's dir. Lass uns was aufschreiben. Es ist eine Zeit lang her, seitdem ich geschrieben habe. Nun, es ist nicht zu spät, nochmal damit anzufangen. Wie ist mit einem Brief? An wen? Ja, an uns beide natürlich. Wir könnten über diesen Trip schreiben. Es ist wie eine Reise. Wie ein Abenteuer, oder? Und am Ende könnten wir uns beiden zeigen, was wir geschrieben haben.